Die großen Klassiker der Saison werfen ihre Schatten voraus. Am Sonntag wollen sich 11 Pferde im Dr. Busch Memorial in Krefeld in Position bringen. Vorjahressieger Markus Klug geht in die Gruppe 3 Prüfung über 1700 Meter mit Dia del Sol, Colomano und Ming Jung. Aber auch Andreas Wöhlers Winter- und aktueller Derby-Favorit Lang Tang sollte erste Chancen haben. Am 1. Mai könnten zwei deutsche Pferde im zur Gruppe 1 zählenden Prix Ganay in die Saison einsteigen. Andreas Wöhler hat den für Klaus Allofs und die Stiftung Gestüt-Verhoff trainierten Potemkin genannt. Jean-Pierre Carvalho nominierte Stall Ullmanns Guignol. Beide Pferde avancierten 2016 zu Gruppe 1 Siegern. Nach seinem geglückten Saisonstart am Mittwoch in Saint-Cloud ergeben sich für den Gruppe 1 Sieger Sirius laut Trainer Andreas Suboric nun zwei Optionen. Die erste könnte Sirius am 8. Mai zurück nach Saint-Cloud führen. Er ist für den zur Gruppe 3 zählenden Prix de Douville genannt. Option 2 wäre am 7. Mai der Kölner Gerling-Preis der Gruppe 2.